Beste Stimmung herrschte am Freitagvormittag auf dem Wittmunder Marktplatz. Pünktlich zur Eröffnung des 45. Bürgermarktes kam die Sonne heraus und sorgte so für einen perfekten Einstand. Hendrik Schulz, Schirmherr des Bürgermarktes im vergangenen Jahr, begrüßte das Publikum. Hier oben sind wir uns alle einig, dass das ein hammermäßiges Bild ist, wenn wir hier in die Menschenmengen bei strahlendem Sonnenschein gucken dürfen. Ganz herzlichen Dank, dass ihr alle da seid. Das ist ein hammermäßiges Bild. Sein Nachfolger wird Carsten Rinne. Das Vorstandsmitglied der Sparkasse zog vor 13 Jahren mit seiner Familie nach Wittmund und schätzt die Gemeinschaft hier in der Stadt sehr. Für eine Stadt unverzichtbar sind die Menschen. Die Menschen, die in ihr leben, die Bürgerinnen und Bürger. Und das macht erst die Qualität einer Stadt wirklich aus. Wenn jemand von außen, Wolf hat es vorhin geschildert, mit der Familie hierher zieht, dann hat man vielleicht auch ein deutlicheres Gespür, wie ist eigentlich die Gemeinschaft in dieser Stadt. Und da muss ich schon sagen, liebe Wittmunderinnen und Wittmunder, und ich zähle mich auch dazu, das ist auch ganz wichtig, oder wir zählen uns dazu, ich finde, Wittmund hat also eine tolle Gemeinschaft. Bis Sonntag gibt es in der Wittmunder Innenstadt ein umfangreiches Programm und viel Musik auf 6 Bühnen. Und auch das Wetter scheint an diesem Wochenende mitzuspielen und bietet daher mehr als genug Gründe, in eben dieser tollen Gemeinschaft bis spät in die Nacht zu feiern.